Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rise of the Ronin. Wir sind hier mitten im Attentat. Ich glaube, mit der Taka werden wir uns bald extrem verscherzt haben. Warum haben wir alle keine Masken auf? Was soll das denn? Ich finde das echt fahrlässig, dass wir keine Masken tragen. Oh Gott. Ich hätte eventuell nicht rausreden können. Kann ich die wieder zurücksetzen, indem ich das hier mache? Ja, ich kann es zurücksetzen. Oh oh. Leute, der sieht euch auch. Ihr seid ja ein paar Dödel, ey. Keine Ein. Oh. Ich danke dir für deinen Besuch. Habe ich jetzt alle zurückgesetzt? Nee, das ist sehr cool. Normalerweise setzt man ja mal alle zurück. Oh oh. Ihr seid dran, Leute. Ach, schöne Einrichtung. Das ist richtig. Hier waren wir doch schon. Oh. Ach ja, die werden doch wieder zurückgesetzt. Aber nicht die hier in unmittelbarer Nähe scheinbar. So. Das hier erinnert mich ein bisschen an Steel Rising. Wie hübsch. Oh, wir sind in der Küche. Ja, wunderbar. Sollen wir hier mal hochgucken? Ach. Ja, gut. Eigentlich egal. Oh nein, sie sieht so schön aus. Ich wusste es. Du lebst. Ich habe nach dir gesucht. Komm mir nicht in die Quere. Das ist jetzt gar nicht gut. Ja. Sie hat voll den krassen Arm, die will ich auch. Nicht übel.
Was machen die anderen denn? Nix oder was? Gegner mit wechselnden Waffen. Manche Gegner wechseln mitten im Kampf ihre Waffe, was sich auf die Effektivität deines Kampfstils auswirkt. Zu wissen, wann du zur passenden Waffe oder dem passenden Kampfstil wechseln musst, kann hilfreich sein, um das Kampfgeschehen zu deinen Gunsten zu wenden. Oh nein, sie ist irgendwie böse geworden. Wir sehen uns wieder und du tust das? Du wirst es verstehen. Irgendwann. Wie wäre das gewesen, wenn ich mit der Taka reingegangen wäre? Vorhang zu, Vorhang auf. Ja, Harris lebt noch. Puh, du lebst ja. Wie erleichternd. Wie es scheint, weicht dir das Glück nicht von der Seite. Allerdings ist nicht alles nach Plan verlaufen. Wie ich hörte, konnte Harris entkommen. Hast du den Samurai vom schwarzen Schiff gefunden? Ja, aber sie ist mit Harris entkommen. Sogar du bist gescheitert. Doch allein Harris so nahe gekommen zu sein, ist bereits eine Leistung. Die Amerikaner waren vorbereitet. Fast so, als hätte sie jemand gewarnt. Ach, hör doch auf. Es ist ärgerlich. Aber diese Spekulationen helfen uns nicht weiter. Der Vertrag wird unterzeichnet. Kein Zweifel. Das müssen wir akzeptieren. Aber wir geben nicht auf. Der rote Dämon und die Amerikaner suchen vielleicht nach dir. Doch du bist nicht allein. Du gehörst nun schließlich zu uns. Also, bis bald. Kokoro Katsura. Das ist diesen Thema auch schon. Habe ich auch schon gelesen. Zwillingsklinge. Als die Zwillingsklinge von William Perrys schwarze Schiffe infiltrierte, wurde sie schwer verletzt und in die Vereinigten Staaten gebracht. Als sie später im Dienst des US-Diplomaten Townsend Harris nach Japan zurückkehrt, trifft sie auch William wieder. Ohne einen Anflug der Reue über das Wiedersehen macht sie jedoch nur eine mysteriöse Bemerkung, bevor sie wieder verschwindet. Da steht gar nicht, dass sie uns angegriffen hatten.
Also hier müsste doch eigentlich jetzt Zwillingsklinge stehen. Motomachi, ein Gebiet im Südosten von Kanai, das nach der Eröffnung des Hafens von Yokohama für den Außenhandel eines nennenswerten Bevölkerungszuwachses verzeichnete. Besucher des Chinesenviertels können verschiedene Kuriositäten erstehen und von der chinesischen Kultur inspirierte Architektur bewundern, wie den großen bunten Kantebi-Tempel, der dem historischen chinesischen Helden Guan Yu geweiht ist. Ja, es ist Guan Yu. Das war mein Lieblings, einer meiner Lieblings Kumpan bei Wulong. Ich habe den geliebt. Ich hatte den fast immer dabei. Also am Ende dann, wo ich immer rumprobiert habe, da war er eigentlich immer dabei. Mausoleum Kantebiu, ein Tempel im Motomachi Chinatown-Bezirk von Yokohama. Er ist Guan Yu geweiht, einem chinesischen Helden aus der Geschichte der drei Reiche, der später als Gott des Krieges und des Reichtums angesehen wird. Ich krieg direkt Gänsehaut, ey. Vor allem am Qinghof wurde er verehrt, da dieser für sich in Anspruch nahm, seinen spirituellen Segen für seine Dynastie erhalten zu haben. Außerhalb von China wurde er angeblich im 14. Jahrhundert vom Shogun Takoya Ashikaga verehrt. Nachdem Japan im späten 19. Jahrhundert seine Häfen für den ausländischen Handel öffnete, entstanden im Motomachi-Bezirk von Yokohama mehr und mehr Schreine, die Guan Yu gewidmet waren, weil viele chinesische Immigranten in diese Gegend lebten. Uhrenturm des Yokohama-Rathauses, ein zweistöckiges Gebäude im westlichen Stil, das im Honshu-Bezirk von Yokohama errichtet wurde. Ursprünglich diente das Rathaus als Treffpunkt für Händler, bevor es zum Sitz der Gemeindebehörden von Yokohama wurde. Der vierstöckige Uhrenturm beherbergt eine große Tempelglocke, die zur vollen Stunde läutet. Englisches Haus Nummer 1, ein zweistöckiges kaufmännisches Büro im Honshu-Bezirk von Yokohama. Es zeichnet sich durch ein Walm- und Giebeldach aus und beherbergt die Yokohama-Niederlassung von Jardine, Matheson und Co., einem der ersten Unternehmen, die sich in Japan etablierten. Da die Adresse des Hauses die erste in diesem Bezirksblock ist, ist es allgemein als englisches Haus Nummer 1 bekannt. Also, gibt es dieses englische Haus Nummer 1 wirklich? Dadurch, dass ich mich in der Geschichte so gar nicht auskenne und immer dabei steht, dass es da und da angelehnt ist, frage ich mich öfters in so Spielen, gibt es das jetzt wirklich oder gibt es das nicht? Also das hier hört sich sehr plausibel an, sage ich mal so. Tsunohana-Kai. Ein Kai im Honshu-Bezirk von Yokohama und einer der beiden Kais, die nach der Öffnung der japanischen Häfen für den ausländischen Handel in der Stadt errichtet wurden. Der Name Tsunohana, der wörtlich Elefantenrüssel bedeutet, bezieht sich auf die kurvige Form des Kais nach einer Erweiterung. Das Zollamt in der Nähe, das zur selben Zeit errichtet wurde, wie der Kai zieht die Zölle ein, kümmert sich um die aus- und inländischen Hafenverwaltung sowie um die Herstellung und Reparatur der Schiffe. Gasthaus Takura, ein Gasthaus im Bashamichi-Bezirk von Yokohama. Es dient als inoffizielle Unterkunft für Choju-Gefolgsleute. Das Erdgeschoss dieses zweistöckigen Gebäudes verfügt über einen Empfangsbereich und eine Küche, während das Obergeschoss für den Essbereich und die Gästezimmer vorgesehen ist. Tobe. Dieses Gebiet ist für den Ise bekannt, ein Berg, der über dem Westen aufragt. In der Bakumatsu-Zeit wurde mit der Yokohama-Straße eine Straße durch die Berge gebaut, die den Tokaido mit der gleichnamigen Hafenstadt Yokohama verband. Bei diesem Bau wurde der Großteil prähistorischer Überbleibsel auf dem Ise zerstört. Uta. Ein Gebiet am linken Ufer des Oka, das seinen Namen vom Krieger und Dichter Dokan Ota bekam, der hier im 15. Jahrhundert lebte. Nachdem es in der Edo-Zeit in die direkte Kontrolle durch das Shogunat überging, stellte es Reiter und Pferde für die Hodogaya-Station. Ich will noch mal was gucken. Hier. Wo ist denn Harris? Harris. Hier. Bei ihm steht nichts Neues. Für die Verstrickung in einen Komplott zum Sturz des Shogunats wird das Dorf der verborgenen Schneide von Shogunatspionen überfallen. Während dieser regelrechten Auslöschung des Ach, also müssen wir ja sowieso bei der Anti-Dingsbums da mitmachen.
Anti-Shogunat-Fraktion, weil die haben uns alle, die anderen umgebracht. Oh, Perry. Trotz des Gegenwinds setzte Harris den Freundschafts- und Handelsvertrag schließlich durch. Letzten Endes hat der Kaiserhof nicht zugestimmt. Wir haben alles versucht, was wir konnten, doch unsere Worte stießen auf taube Ohren. Und nun wollen einige unsere Köpfe rollen sehen, weil sie der Meinung sind, wir hätten den Kaiserhof beleidigt. Ich sehe keinen anderen Weg. Sollte die Zeit kommen, dass ich Rechenschaft ablegen muss, werde ich bereit sein. Oh, seine Stimme mag ich auch. Mit diesem bedeutsamen Abkommen öffnete Japan der Welt seine Tore. Oh, voll Gänsehaut, ey. Attentat auf Harris abgeschlossen. Okay. Oh, guck mal hier, wer da ist. Hallo. Wir können jetzt erstmal nicht mehr so viel ausgeben. Kleiner pinker Hund, wie sollen wir ihn denn nennen? Wie sollen wir ihn nennen? Was sollen wir unser Hundchen nennen? Hey, warum hast du so lange gebraucht? Ey, ich hatte was zu tun. Ich war die ganze Nacht unterwegs. Herr von und zu. Ach, guck mal. Ich habe Bekannte. Ich habe Leute hier. Katzenconcierge. Wärme. Meine Liebste sagte mir, dass sie wegen der Kälte ständig Krämpfe in den Beinen hat. Leider können wir die Kohlenpfanne momentan nicht benutzen und würden gerne eine Katze leihen, die uns wärmt. Och ja, ihr kriegt auch 5. Mäusejagd. Ich habe noch nicht genug von diesen, ich würde schon gern die Katzen nehmen, die ich dafür auch brauche. Ein korruptes Mitglied des Shogunats besucht das Konsulat. Hilf mir dabei, diese Person zu ermorden, indem du mir eine Katze mit einem lauten Glöckchen leihst, die den Feind ablenken kann. Ich gebe dir auch 7. So, ihr Süßen. Gonzo. Haben wir beide irgendwas zu klären? Wasch dich mal, du bist voll schmutzig. Du machst meinen ganzen Boden kaputt. Boden kaputt, du machst mein Haus dreckig, so rum. Der alte Dinge mag. Gonzo, willst du ein Bier? Was hab ich denn? Du kriegst ein Mochi. Du verstehst mich wirklich. Cool. Ah, verstehe. Ryuyama Sakamoto. Lass uns plaudern. Ja, was können wir dir geben? Der ist immer noch so ein Buch mit 7 Siegeln für mich. Ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen. Was könnte er mögen? Magst du vielleicht sowas? Das ist aber toll. Ich glaube ihm nicht so richtig, aber ist okay. Aha, na dann. Das ist aber toll. Okay, Kogoro Katsura. Bin ganz Ohr. Ich möchte dich echt was fragen. Was denn? Ja, das wird mir das Spiel jetzt zeigen. Hast du mal überlegt, weniger zu trinken? Ach so, ja, erst das. Hast du mal überlegt, weniger zu trinken?
Dasselbe fragen mich die Choshu auch recht häufig. Ehrlich gesagt, denke ich schon hin und wieder darüber nach. Aber Leben heißt Leiden. Und es kommt vor, dass es unmöglich erscheint, sich dem süßen Ruf des Alkohols zu widersetzen. Nur wenn ich betrunken bin, kann ich dem Elend dieser Welt entfliehen. Außerdem stärkt es die Freundschaft, wenn man gemeinsam trinkt, nicht wahr? Ich bin beschämt über das, was neulich passiert ist. Aber ich brauche meinen Sake. Hoffentlich denkst du nicht allzu schlecht von mir. Du kriegst von mir jetzt erstmal Sake geschenkt, um deine Lieblingsbeschäftigung zu unterstützen. Hier? Nicht zu glauben. Gut, also so, ihm gebe ich Alkohol, bereit, dir zuzuhören. Dem anderen gebe ich Puder und irgendwas und der Erfinder kriegt eine Zigarre. Was ist nun los? Warum denn? Warum habe ich eine Dattel erhalten? Boah, hier sind so viele Katzen. kann das sein, dass immer gezeigt wird, was die mögen? Er sieht aus, ob er so ein kleines Ding mit Dinger, mit hier, wie er es in der Hand hat. So ein kleines Gefäß, aus dem man trinken kann. Bist du schon wieder? Warum ist denn er eigentlich immer da? So. Mein Hund ist noch unterwegs. Das heißt, wir können jetzt hier noch sehr viel anderen Kreml machen. Edle Residentin Yokohama. Friedensverhandlung. Ernsthaft? Mit Perry? Warum soll ich mit Perry irgendwas verhandeln? Sprich mit Tucker. Oh. Der letzte Wunsch. Ich finde das System hier so schön irgendwie, dass man nicht so viele Dinge hat in diesen einzelnen Abschnitten, aber dass immer wieder welche aufploppen. Das finde ich echt cool. So, also. Wir reden mit beiden. Wir gehen erstmal dahin. Katzensammlung. Ich habe leider keine Mietzis wieder gefunden. Vielleicht können wir ihr sagen, sorry, Taka, wir waren das eigentlich gar nicht. Schuhe ausziehen. Das ist so cool. Haben eigentlich die Ausländer auch ihre Schuhe aus? Das muss ich erstmal kontrollieren. Warte mal. Nee, er ist kein Ausländer. Ich hoffe, es geht euch gut. Ja, okay, ich rede jetzt doch mal mit dir. Danke für euren Besuch. Ich habe eine Frage. Ach, was würdet ihr denn gerne mit mir besprechen? Magst du Katzen? Wo bist du geboren? Nee, magst du Katzen? Ich kann nicht genau beantworten, ob ich eine Vorliebe für diese Wesen habe. Es ist eher so, dass ich kaum an mich halten kann, wenn ich ihre Schreie höre. Es zerreißt mir förmlich die Brust. Das klingt sicher sonderbar für euch, aber ich kann es nicht anders ausdrücken. Vielleicht sollten wir von etwas anderem reden. Wo bist du geboren? Den Ort meiner Geburt? Oh, bitte zwingt mich nicht dazu, über so etwas Unangenehmes zu reden. Oh, tut mir leid. Stellt euch bitte einfach vor, dass ich die Tochter einer euch genehmen Familie bin und genauso erzogen, wie ihr es euch am ehesten wünschen würdet. Beim Träumen ist auch die Realität im Traum. Beim Erwachen wird die Realität des Traumes deutlich. Das hier, das ist unser gemeinsamer Traum. Hier sind Traum und Realität ein und dasselbe. Jetzt weiß ich endlich, wie sich Männer fühlen, wenn sie eine Frau nicht verstehen. Also
sie ist schon ein bisschen interessant. Ich schenke dir erstmal wieder was. Da du eine Frau bist, schenke ich dir natürlich erstmal Gesichtspuder. Es ist einfach perfekt. Cool. Oh. Ja, damit es tut mir leid, ich habe dann doch fertig, oder? Es wäre so cool, wenn hier einfach irgendwann 25 Katzen oder 100 Katzen, keine Ahnung, wie viele Katzen man hier sammeln kann, wenn hier rundherum so Katzen sitzen würden, überall. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir haben schon wieder den nächsten nicht niederstrecken können. Erst der Perry, jetzt der Harris. Mal sehen, wen wir als nächstes nicht niederstrecken können. Wir haben unsere Zwillingsklinge wieder getroffen. Mir ist auch aufgefallen, dass sie ja im Vorspann auch schon diesen Arm hatte. Aber wahrscheinlich, wenn man dieses Vibe genommen hätte oder sich einen zweiten Kerl gebastelt hätte, ich weiß gar nicht, kann man sich zweimal dasselbe Geschlecht basteln? Ich habe es gar nicht ausprobiert, glaube ich. Dann hätte natürlich er jetzt den wilden Arm gehabt, glaube ich. Ja, aber der Arm ist schon sehr cool. Es sah nämlich schon ein bisschen so ganz, ganz klein. Ich musste direkt dann, wie gesagt, Steel Rising denken, obwohl das fast völlig anders aus. Also völlig anders. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.